So, bin da. Was machen wir? Wir filmen den nächsten Operettenstar. Wirklich? Ja. Wen? Mich. Okay. Ja. Heute ist Vorsingen für das Festspiel in Mörbisch und da habe ich vor, wie ein Diamant zu leuchten. Eher wie ein Rohdiamant, oder? Ja, aber warte mal, bis der geschliffen ist. Shine bright like a diamond. Na, schönen guten Morgen. 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 Herzlich willkommen hier in dem wunderschönen Theater. Schön, dass Sie da sind, für uns vorzusingen. Ich bin Dagmar Schellenberger, die Intendantin des E-Festspiele Mörbisch. Das ist meine Assistentin Elke Zierler. Es ist noch früh am Morgen. Ich hoffe, ja. Sie sind gut eingesungen und gut angekommen. Jetzt würde ich Sie bitten, sich vielleicht kurz uns vorzustellen und uns zu sagen, was Sie denn vorbereitet haben. Also, mein Name ist Daniel Kramer, ich bin Moderator und Sänger, allerdings kein Operettensänger, aber ich will nach Mörbisch und deswegen habe ich mir gedacht, Entschuldigung, singe ich vor. Na gut, dann schauen wir mal, legen Sie mal los. La donna è mobile, la pappa rirara, kann nichts. Ja, ja, ich helfe Ihnen jetzt mal aus der Patsche. Gut, offensichtlich ist das Rigoletto nicht ganz so Ihr Fach, gell? Und es ist auch Oper. Also, also es ist, okay. Ich sind vielleicht jetzt, ich sind vielleicht. Entschuldigung, aber das hatten wir noch nie. Okay, es ist aus der Pizza-Werbung. Schön. Na, egal, wo man seine Motivation herholt. Schauen Sie, wir spielen nächsten Sommer ja große Operette und vielleicht, nee, machen wir es so. Sie haben gesagt, Sie haben eigenes vorbereitet, wo Sie sich auch wohlfühlen, wo Sie jetzt nicht in fremde Schuhe rein müssen. Ja. Dann machen Sie das einfach mal, ja? Tired of this blood game, tired of the looting and shooting. Oh, what a shame, what the leaders of this world are doing. Icy nation rising up against one another, and that don't bring no better. Icy little picking. Super, super, super. Wirklich sehr interessant, Herr Kramer. Ja, was mache ich jetzt mit Ihnen? Elke, hast du noch von diesen? Ja, diesen hatte ich noch. Also bin ich aufgenommen oder was? So, ich komme mal kurz zu Ihnen, Herr Kramer. Ja. Es war sehr schön, Sie kennenzulernen. Wie sage ich es jetzt? Ich meine, wir sind immer daran interessiert, auch wirklich neue Talente zu entdecken, auch gerade in der Operette, auch mal von einem anderen Fach her ein bisschen, die fachübergreifend sind. Das ist schon wahr, auch vom Schauspiel kommend oder auch Moderatoren. Das ist schon wahr. Aber ich erwarte mir dann stimmlich schon noch ein bisschen mehr, wenn Sie bei uns auf der Bühne stehen wollen. In der Statisterie, wo Sie mitwirken können oder so, wäre das durchaus möglich. Vielleicht wollen Sie da schon mal reinschauen. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Nächstes Jahr spielen wir Victoria und die Husade, eine große Revue-Operette in Mörbisch. Und wir haben hier einen Gutschein. Das mache ich nicht mit jedem, nur weil Sie mir wirklich sympathisch sind jetzt und den Morgen uns verschönt haben. Dass Sie vielleicht nächstes Jahr mal zu uns kommen, setzen Sie sich mit 6200 Leuten in den Zuschauerraum und gucken sich das an, was wir da machen. Wunderbar, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und genießen Sie die Vorstellung bei uns im nächsten Jahr. Und wenn Sie wirklich dann immer noch wollen, dann melden Sie sich. Okay, halt noch mal. Ja, danke. Schönen Tag noch. Danke, danke Ihnen. Wiederschauen. Ich komme hin. Geh mal. Wiederschauen. Wiederschauen.